Jotalo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Genau, ja, ich bin's, der DigiHate, das weiß ich noch. Ansonsten weiß ich nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass ich halt irgendwie eine ganze Zeit Factorio nicht mehr gespielt habe. Und dann habe ich zwei Teile aufgenommen, nämlich die letzten beiden, die ihr gesehen habt. Und dann habe ich wieder eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Und dann kommt das wirklich Geile. Dann kommt wirklich das richtig Geile. Dann war es nämlich so, dass ich gedacht habe, ich hätte die letzten beiden Teile gar nicht aufgenommen. Und ich habe geplant und gemacht und gemacht und geplant und ja, hab aber was ganz anderes getan als das, was ich eigentlich hier jetzt machen wollte. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was ich hier machen wollte. Ich glaube, ich war aber ziemlich weit durch da mit den Solarzellen. Das baut sich jetzt irgendwie da auf und ich habe ein bisschen Artillerie gemacht und so. Aber ich habe Pläne. So, ich habe Pläne. Und ein Plan ist zum Beispiel, dass ich nicht hier... Ich kann das mal auf der Karte zeigen. So, mal gucken, wie viele Teile ich dafür brauche. Also, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen Optimierung. Ja, also, ich werde jetzt hier... werde ich Hangars runtersetzen, damit ich halt hier die Front besser, also damit das halt hier repariert werden kann. Ja, da werde ich Hangars runtersetzen, so eine Hangarkette, damit das repariert werden kann. So, dann werde ich hier an der Westfront, aber da oben, werde ich dann die roten Bänder durch blaue Bänder ersetzen. Hat er schon gemacht. Ah, bring! Fertig. Okay, das werde ich dann nicht mehr machen. Was ich auch gemacht habe, hoffe ich. Genau, ich habe die Dinger gebaut. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Und, wieso steht hier alles so lächerlich rum? Und, ich werde... Achso, ich werde mir dann eine kleine Supportkiste machen und ich hoffe nicht, dass ich mir schon... habe ich mir schon Artillerie gebaut? Munition, ja, aber ich habe mir noch keine Artillerie gebaut, oder? Das wäre nämlich blöd. Artillerie werde ich bauen und ich werde... hier ist, glaube ich... Man kann es leider gerade nicht sehen, aber hier müsste... hier diese, habe ich gerade gesagt, gesehen hier, diese Support-Drohnen sein. Die werde ich auch nochmal ausbauen. Und wenn ich das gemacht habe, Support-Kisten werde ich jetzt bauen. Damit fange ich jetzt sofort an. Ja, noch ein paar kleine, andere Kleinigkeiten. Ja, wir werden den Tag schon rumkriegen hier. So. Na, ich laufe erstmal dahin. Achso, und ich werde hier bei dem Kohlebahnhof, ich habe hier irgendwo einen Kohlebahnhof. Und da kommt die Kohle an. Wo kommt die Kohle an? Hier kommt die Kohle an. Genau. Werde ich... Oh, der Zug, der steht gerade hier. Manuell, gucken wir mal. Der hat aber voll, wa? Der hat aber voll, du. Hab ich das schon gemacht? Ja. So hab ich das hier schon gemacht. Aber ich habe mir aber gedacht, das ist totaler Unsinn, das hier zu machen. Weil der Zug, der soll ja praktisch irgendwann hier... Also alle Züge werden dann halt hier halten und dann ihre Kohle abgeben, ne? So. Überfallmäßig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das mit der Kohle gleich hier. So. Das ist auch so cool. Ich sehe das irgendwie jetzt alles irgendwie praktisch zum ersten Mal und ich kriege Antworten auf Fragen. Zum Beispiel hätte ich schwören können, dass... ich mir das schon hier fertig gemacht habe mit blauen Bändern und so. Das liegt daran, dass ich das auch getan habe. So, aber das war halt, wie gesagt, das war dann schon wieder ein paar Wochen her. Also wir reden über einen Monat. Das ist für mich eine lange Zeit. Da habe ich auch keine Lust mehr, das irgendwie so lang zu merken. So, der ist ja jetzt voll. Warte mal. Ja, dann passt. Der ist ja jetzt voll, kann das. Also, wenn der alle ist. So.
Da muss ich mir auch überlegen, ob ich da nicht noch mehr Kisten baue oder so. Aber es bringt ja eigentlich nichts. Der Plan ist eigentlich nach wie vor... Oh, das könnte ich auch machen. Das könnte ich auch machen. Ja, noch ein bisschen Sand hier. Der Plan ist, dass praktisch hier dann der Zug hält und... Also, dass er da ist und hält, was er verspricht. Und dann werde ich hier zum Beispiel, wo ich schon mal hier bin, die Gleise ein bisschen gerade rücken. So. Das war ja klar. Das war ja so klar. Genau. Und warum macht er das? Ganz einfach, damit ich hier mehr Platz habe, um einen zweiten Zug zu parken. Weil die Mechanik soll dann halt irgendwann mal so sein, sofern ich mich daran erinnern kann. Hier hält ein Zug. So, und dann hält hier ein Zug. Und vielleicht hält dann nochmal da ein Zug. Genau. Ne, dann kann er halt irgendwie hier einen Zug halten und danach. Und dann, wenn der leer ist, dann fährt dann der, fährt er los und der andere Zug fährt dann halt rein. Und dann sollte halt irgendwie die Förderung ununterbrochen fördern. Ja, das ist der Plan. So, okay. Und, ja, dann wollen wir mal uns um die Support-Kisten kümmern. Support-Kisten habe ich bei den blauen, geplant. Hier, bei den blauen Zwergen. Hier die Support-Kiste, die Support-Kiste. Ich meine diese hier. Ja, das sind die Support-Kisten, die werde ich jetzt alle produzieren. Damit ich irgendwie immer genug Supportkisten habe. Und die brauchen halt grüne und rote. Und dann brauchen sie halt noch Stahlkisten. Ne? Also grüne Schaltkreise und rote Schaltkreise. Und Stahlkasten. Stahlkisten. So. All right. Dafür brauchen wir, wer hätte das gedacht? Für die Stahlkisten brauchen wir Stahl. Ah, Stahlkisten sind hier. Brauchen wir Stahl. Stahl haben wir hier. Und grüne haben wir hier. Die nehmen wir dann noch mit. Da sind wir. Da kennen wir gar nichts. Das war falsch. Ich habe das tatsächlich schon alles irgendwie in meinem Kopf geplant. So, und dann. Okay. Und ich habe das auch schon mal gebaut. Bis ich dann gemerkt habe, Moment mal. Du Drossel. Das hast du ja alles schon gemacht. Beziehungsweise ich habe meine Sachen gemacht, die ich schon gemacht habe. Und Sachen, die ich halt noch nicht gemacht habe. Das klingt erstmal komisch. Ist aber so. So, also. Dann bauen wir die hier mal mit meinem typischen Abstandsstep. Okay, und dann können wir auch schon gleich die Kisteln da reinbauen. Und so. Und so. Und dann machen wir halt nochmal zweimal Star. So. Und so. Das Wort so bin ich auch noch nicht losgeworden. Okay, dann... Stellen wir fest, dass das alles nicht hinhaut. Weil ich bin echt so geil. Ich habe ja ganz vergessen, dass hier muss es hier auch irgendwo noch hochgehen. Und dann müssen die einfach ein bisschen weiter nach rechts. Ich das jetzt nicht verwechselt habe. Rechts ist übrigens ein Backboard. Falls man das irgendwie jemand sagen. Also links. So, und dann. Ne, warte mal. Quatsch, nee, rechts ist Steuerbord. Jetzt bin ich durcheinander. Jetzt weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, würde ein Gewehr auf mich richten, würde ich sagen, rechts ist Steuerbord. Aber dann würde ich sagen, oder?
Ach, wieso habe ich das getan? Yellow haben wir schon. Grün ist die nächste Farbe. Und Blue. Gepaart mit ein bisschen Stahlkiste. So. Genau. Machen wir hier noch eins so ein. Und dann holen wir uns noch hier so eine Sortierkiste. Und setzen über mit grünen Schaltflächen. Ich hab immer noch nicht so richtig im Kopf, wie heißen Schaltkreise. So, von da an geht es bergab. Ich sag euch das. Von da an geht es ständig bergab. So, dann haben wir das auch. Hier können wir halt komplett hochziehen. Und dann wird geliefert. Und hier wird, hier wird ausgegeben. Und hier wird auch ausgegeben. Und geliefert. Ah, egal. Machen wir das jetzt so. Da fällt mir gerade ein, ich hätte das auch noch ein bisschen anders gestalten können, aber hey. So, das gefällt mir nicht. So, ich glaube, man kann schon erkennen, was das wird. Dann, so, jetzt. Jetzt muss ich noch ein paar von den Dingern hier bauen. Und zwar 5 Stück. Weil wir wollen ja die hier ausliefern. Und zwar so, dass ich die dann halt irgendwie auch mir, dass ich da was davon habe. Ne? So. Genau. Und damit trotzdem noch was ankommt, tunneln wir das Ganze. Okay, mal kurz nachgucken, wo haben wir hier Probleme? Ach, okay. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weil, also an Munition kann es nicht liegen, obwohl hier tatsächlich viel ist da nicht. Hallo, kann mal einer den Turm wieder aufbauen, bitte? Ach, danke schön. Den Augenblick, als ich weggegangen bin, baut einer den Turm da auf. So ist das immer. So, ich hoffe, das ist einfach nur der zweite, der Folgealarm. So, wie wir sehen, wird hier schon ordentlich geackert. Okay. Okay. Das ist blöd. So kann es laufen. Dann stellen wir ja noch mal kurz die Hangar auf. Bam. Okay, und den nächsten. Bam. So, und jetzt brauchen wir hier noch Ströme. Falls einer sich fragt, warum ich so komisch rede, ich bin so. Okay, und schon läuft die Sache. Das ist doch schick. Das ist doch schick. Überraschenderweise kommt das auch mit den Farben hin. Ja, ein bisschen komisch, wenn nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wunderbar. So, das ist dann halt, tada, meine Supportstation. Und jetzt kann ich mir hier zum Beispiel schon mal sagen, ich möchte gerne, ja, die blauen, ne? Die blauen Heizer Dauts, so sind die da. Und dann kriege ich blaue Dinger geliefert. Da, zack, geht schon los. So, und schon habe ich hier 20 blaue Dinger. Ist das nicht geil? So, dann habe ich aber meine Priorität auf Forschung. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich will, dass, wenn die Forschung nicht genug von den Roten hat, dass dann halt, ja, das hier eingestellt wird. Und darum mache ich das folgendermaßen. Ich suche verzweifelt das rote Kabel. Das rote Kabel finde ich nie auf Anhieb. Ich weiß nicht warum.
Hier ist das Kupfer. Den Kupferdraht finde ich sofort. Immer. Ich finde den Kupferdraht sofort. Aber das rote Kabel. Alle so. Da ist es doch. Mensch, Digi, du Pfosten. Da. Okay. Und zieh da. Ich hätte noch was gehabt. Kann das sein? So. Also. Ich mache das jetzt so. Jetzt habe ich hier zweimal ein Signal auf Bändern. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht, oder? Habe ich das schon mal gemacht? Doch. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Aber egal. So, da sagen wir, hier sollst du nicht aktivieren, deaktivieren, sondern hier sollst du einfach mal auslesen, was da steht. Und zwar haltenmäßig. Ja. Haltenmäßig bedeutet halt, solange da irgendwas auf dem Band ist, wird das auch angezeigt. Puls heißt, wenn der halt irgendwie, wenn einer ankommt, dann wird auch einmal gezählt. Egal, ob der jetzt auf dem Band liegt eine Stunde oder nicht, er kommt an und wird einmal gezählt. So. Okay. So, dann sagen wir hier, aktivieren, deaktivieren, wenn rote Schaltkreise mehr sind als 3. Weil auf den kann nämlich 3 bis 4 Stück liegen. Und solange halt irgendwie nicht, also hier zwischen können 3 bis 4 Stück liegen und solange halt da nicht 3 bis 4 liegen. Fehler. Ich muss natürlich hier 2 eingeben, weil es können ja 3 bis 4 Stück da liegen. Und wenn ich wenn da 3 liegen und ich sage, es soll größer sein als 3, dann funktioniert es nicht. So, ja. Jetzt gucken wir mal. Wir sehen halt hier, das Band läuft nicht. Das heißt, da steckt noch einer drin. Den kann man vielleicht nicht, vielleicht gerade noch so sehen, aber ja. Nicht, wenn ihr ja mit dem Smartphone guckt, dann könnt ihr den wahrscheinlich nicht sehen. Aber glaubt mir, da ist einer. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, wenn er jetzt gleich voll ist, dann rattert er los. Ich hätte den vielleicht auch hier hinsetzen sollen. Dann hätte ich das irgendwie, hätte man das besser gesehen. Aber man sieht ja, dass hier oben nichts durchkommt. Das kann man ja sehen, ne? So. Jetzt ist es gleich soweit. Es ist gleich soweit. So. Ja, und da geht es schon los. Na, jetzt wird es halt aufgetrottelt zu denen da oben. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Gleich gehen die Roten wieder weg, glaube ich. Oder? Und so die. Ach ne, das Band ist voll wie ein Eimer. Doch, das wird produziert. Auf jeden Fall von einer Seite wird da gleich. Ja, jetzt. So, und zack, schon hält es wieder an. Ja, wunderbar. Es funktioniert so gut. Es funktioniert so gut. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt produzieren wir gelbe Maschinen. Ja, genau. Wir produzieren jetzt gelbe Maschinen, weil gelbe Maschinen einfach geiler sind als blaue Maschinen. Blaue Maschinen sind geiler als graue Maschinen? Was kam vor? Gott, ist das schon so lange her. Graue Maschinen, ich wusste das. Und ich hab's gewusst. Hier, bitte, hier. Und ja, nach blauen Maschinen kommt gelbe Maschinen. Gelbe Maschinen scheppern noch ein bisschen mehr. So, und die bauen wir jetzt hier. Wie gesagt, ich habe das alles schon hier so ein bisschen gedanklich durchgespielt. So, als erstes brauchen wir Rote. Wir brauchen Rote. Okay. So. Genau. So, und jetzt brauchen wir aber nicht nur rote Sonne, wir brauchen auch, das können wir ja nochmal irgendwie uns angucken. Wir brauchen gar keine roten, wir brauchen Geschwindigkeitsmodule. Genau so. Aber für die Geschwindigkeitsmodule brauchen wir, können wir mal gucken. Haha, grüne und rote Schaltkreise. Genau. Und damit wir halt grüne und rote Schaltkreise haben, müssen wir das hier ein bisschen ablenken. Und dann bauen wir hier so einen Separator. Gut. Und so einen Tunnel. Ein Tunnels, ne? Wie man das grammatisch korrekt ausspricht. So, und dann haben wir rot und grün. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein wunderbar?
So, Rot und Grün haben wir hier. Und dann bauen wir wieder in unserer einzigartigen Bauweise unsere Eimer hier. Überraschenderweise blaue. Weil wir haben ja auch keine gelben. So, oh, aber wir... Das ist falsch. Wir wollen ja gar keine gelben. Wir wollen ja die blauen haben. So. Also hier die... Gott. Sind halt auch blau. So, bäh. Und dann machen wir hier hinten die... Unten machen wir die geile Maschinen. Ne? So. Forschung. Ja, nehmen wir das, was vorgeschlagen ist. Und weg. So, ja, das war's mit dem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja kein Ding. Ich habe ja auch ewig gewartet, bis ich das endlich mal weiter aufnehmen kann. Es ist echt... Ich war ja... Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, oder beim letzten Malen. Ich war ja in so einem Aufnehmrausch. Ich konnte ja nicht mehr aufhören. Und ja, ich konnte dann irgendwie dann auch... bestimmt irgendwie 3 Monate oder so nicht mehr spielen. Weil, was soll das? Warum soll ich die ganze Zeit aufnehmen? Und, ja, sage ich später nochmal was zu. Ja, schön, dass ihr da wart und ciao.